Hallihallo und herzlich willkommen zum letzten Herbsttag in diesem Jahr. Wir haben beim letzten Mal beim Spirits Eve diesen goldenen Pumpkin gefunden, beziehungsweise erhalten. Und da steht, it's valuable but has no other purpose. Also es ist sehr wertvoll, aber hat keinen anderen Zweck. Und dementsprechend werden wir den einfach verkaufen. Wenn er wertvoll ist, why not? Dann kriegen wir was Schönes. Ist doch auch schön. So, dann kümmern wir uns erstmal wieder um unsere Hühner. Und ja, was machen wir heute? Heute machen wir im Prinzip das, was wir beim letzten Mal machen wollten. Heu ist noch da, perfekt. Machen wir das, was wir beim letzten Mal machen wollten, nämlich unseren kleinen Ausflug ins Community Center und werden da ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben jetzt doch ein bisschen weniger, als ich dachte ursprünglich. Aber das ist schon okay. Erstmal die Kühe streicheln, damit es denen gut geht. Die haben ja auch noch Heu, auch alles prima. So, perfekt. Ist noch irgendwas fertig? Heute am letzten Tag ist noch mal was fertig geworden. Nein, da oben, das sieht so aus, als wäre es fertig. Ah, immerhin noch mal ein bisschen Korn. Die letzte Ernte in diesem Jahr. Und ich habe das Gefühl, dass wir das da verlieren werden. Diese Mystical Crop, was sehr schade ist, aber hilft ja nichts. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben noch 220 von 240 Heuballen. Mit anderen Worten, wir sollten nochmal das auffüllen, damit wir auf alle Fälle locker durch den Winter kommen. Ich glaube zwar nicht, dass wir da wirklich ernsthafte Probleme bekommen, dass es irgendwie knapp sein könnte. Ich meine, wir haben 28 Tage mal 4 Viecher plus die Kühe auch. Ja, es ist schon okay, wir müssen mal auffüllen. Das Korn legen wir wieder mal hier rein. Auch das normale Korn, warum auch nicht. Die Eier hier rein, die anderen machen wir zur Mayonnaise. Und als letztes hier zu Hause schmeißen wir noch irgendwas Lustiges diesmal. Zeitung, da bin ich gespannt, was aus Zeitung herauskommt, wenn wir das in den Recycler legen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. So, und dann schmelzen wir noch ein bisschen Gold ein. Gut. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Community Center. Habe ich alles dabei? Fried Egg habe ich dabei. Perfekt. Ist vielleicht ein bisschen risikoreich. Vom Geld her. Aber mei, das machen wir halt so. Ändert an der Sache nichts. Das Labyrinth von gestern ist abgebaut. Praktischerweise. Und wir finden sogar heute nochmal hier Blackberries. So, also das erste, was wir abgeben wollen, ist beim Bulletin Board. Das ist hier. Und da werden wir beim Chefs Dingens hier dieses Fried Egg reinlegen. Das ist gut. Den Rest haben wir noch nicht. Werden wir sehen, wie wir das machen. Und jetzt, was teuer wird, wir gehen hier hin zu dieser großen Geldanlage und geben mal Geld aus. Also, da haben wir einmal das 2500 Goldpaket. Kaufen wir uns. Wird abgezogen. Oh, wir kriegen einen Reward. Chocolate Cake. Oh, cool. Okay. Dann kaufen wir uns 5000 Gold. Reward. Quality Fertilizer. Für bessere, hohe Qualität. Das ist doch auch praktisch, aber jetzt nicht so wow. Dann 10.000. Reward. Yeah, einen Blitzableiter. Der ist teuer zu machen. Wenn wir uns das hier anschauen, den können wir uns auch craften. Aber der Verrisst. Naja, so teuer ist er gar nicht. Ich dachte, man braucht da auch das Iridium. Aber Quarz ist natürlich lächerlich. Okay, dann war es nicht ganz so toll. Nein, ich möchte nicht essen. Das sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, sieht ein bisschen nicht aus wie ein Kuchen. Naja, und dann kaufen wir uns auch noch das letzte. 25.000, dann sind wir zwar knapp an unserer Grenze, was wir uns eigentlich aufheben wollten, aber wie gesagt, wir haben noch so viel Zeug, was wir
So viel Zeug, was wir noch verkaufen können, und damit passt das. Und kriegen als Reward ein Crystallarium. Insert a gem of your choice and it will grow copies. Okay. Interessant. Haben wir Gems? Bin mir nicht sicher. Genau, und jetzt ist das Ding hier fertig und die ganzen Blubbel erscheinen wieder. Oh, schön. This house was empty for years. The trees moved in and so did we. Oh, jetzt sieht's schön aus. Cool. Und das Ding spricht in einer Sprache, die ich nicht kenne. Und trägt das jetzt wahrscheinlich auch hier rein. Ja. Dauert ein bisschen. Oh, oder auch nicht. Wo läufst denn du hin? Ach, du läufst auch da rein, okay. Ah, du tauschst das ein gegen einen Stern und den Stern, den legt er jetzt hier rein. Okay. Großartig. Zack. Und der verfolgt uns jetzt wieder so ein bisschen. Wie gesagt, ich finde es echt schade, dass der uns nicht mehr verfolgt, sobald wir rausgelaufen sind. Jetzt hört er auch auf, uns zu verfolgen. Ja, das sieht doch hier ganz nett aus, oder? Kann ich hier was mitnehmen? Nö, natürlich nicht. Also, das Ding ist abgeschlossen. Großartig, hilft. Und das Schöne ist... wo sehe ich das denn jetzt? Es ist jetzt leider weg. Aber wir haben... Zuvor haben wir gesehen, als Belohnung müsste jetzt der Bus repariert sein. Und das finde ich jetzt interessant. Dementsprechend gehen wir jetzt hier wieder raus. Gehen wieder zurück. Oh, wir haben unseren zweiten Stern. Yay! So, und gucken erstmal hier unten in der Mülltonne. Oh, immerhin. So, okay. Ich wollte eigentlich hier auf den Quest klicken. A Bok Choy für Abby. Abigail. Ich glaube, da haben wir noch eins. Das könnten wir angehen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal... den Bus an. Ich hole schnell dieses Ding. Dann vergesse ich das nicht. Die Hühner sind auch draußen. Das ist doch schön. So, das kommt hier rein. Fertilizer lege ich hier rein. Das ist was zu essen. Okay. Oh, habt ihr gerade unsere Katze gesehen? Ah! Aus seiner Zeitung werden Fackeln. Das macht natürlich voll Sinn. Lol. Okay. Das Ding da will sie haben. Okay. Das kann sie gerne haben. Dann legen wir die Mayonnaise schnell da rein und die Blackberries. Und in die Kiste kommt schnell der Blitzableiter, weil wir den jetzt gerade nicht so wirklich brauchen. Und das Crystallarium, was auch immer das machen wird. So, und jetzt wird's spannend. Wir werden wahrscheinlich in eine neue Region vortreten. Vorankommen. Oder wir brauchen erst diese Batterie. The bus to Calico Desert is out of service. Immer noch. Ah, verdammt. Warum? Das war doch ein Bus-Repair. Das ist unfair. Komme ich da eigentlich auch irgendwo? Das habe ich schon mal ausprobiert, oder? Da ging es nicht weiter. Okay. Also der Bus ist wieder ganz, aber irgendwie doch nicht. Muss ich noch irgendwo was abholen? Da stand doch drunter im Community Center. Es ist ja nicht mehr da. Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich oben irgendwas machen? Oder wird das erst über Nacht? So, jetzt muss ich erst mal gucken, wer Abigail war. Das war doch die etwas dunklere, oder? Genau. Ah, lieber Single. Sehr schön. Muss ich hier irgendwas tun? Hier nicht. Aber hier ja auch nicht.
Okay, dann hat das wunderbar nicht funktioniert. Vielleicht kriegen wir das ja noch. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht geht. Das ist sehr schade, weil, wie gesagt, das war so jetzt mein Plan, was wir heute machen wollen. Und uns die Wüste anschauen. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Bus noch nicht geht, weil wir erst diese Batterie da reinlegen müssen. In dem Tunnel. Das ist durchaus möglich. Hallo. Okay, ihre Augen sind vielleicht schlecht, aber ihre Nase hat sie nicht. Oder hat sie noch? Und die drückt sie quasi nicht. Ja, wo ist Abigail? The same problem then. Immer. Ist Kampffarm. Ja, herrlich. So, da haben wir noch was gefunden. Schauen wir mal. Vielleicht läuft sie uns ja über den Weg. Ist ja auch schön. Außerdem können wir hier wieder Sachen einsammeln, nochmal Geld machen. Nein, den wollte ich nicht einsammeln. Der soll schön hier bleiben. Aber das Fischbait muss hier wieder rein. Du bist auch nicht Abigail. Ja, der letzte Tag im Herbst. Und ich bin so gespannt auf den Winter. Das glaubt ihr nicht. Weil der Unterschied zwischen Sommer und Herbst war ja optisch schon so interessant, weil plötzlich alles komplett anders aussah. Und im Winter, ich weiß nicht, schneit's dann? Ich meine, würde ja Sinn machen irgendwie, gell? Ja, auch interessant. Wird im Winter auch noch was hier angeschwemmt? I don't know. Gut. Großartig. Was jetzt? Wir suchen weiter Abigail. Aber hier ist ja gerade sehr viel los. Und alle laufen rum, bis auf die, die wir brauchen. Das ist toll. Das hilft nicht sonderlich. Pam läuft rum, unsere Oma läuft rum. Aber keine Abigail. Hallo. Der Grandpa ist wieder sauer. ja. Gut, dann gehen wir im südlichen Weg. Dann gehen wir auch noch zu diesen anderen Pots. Leeren die auch noch. Und gucken nochmal in die Mülltonne hier rein. So. Was auch immer er macht. Ja, keine Abigail. Kommen wir jetzt hier rein? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, gut, dann stellen wir uns die letzten Fragen. Was haben wir jetzt für den Winter vergessen? Ich hoffe nichts. Der ist ja schon wieder da. Hat er jetzt dasselbe oder was anderes? Ist der immer zufällig da? Oh Gott, ja. Er ist zufällig da und hat immer tolle, teure Sachen. Großartig. Das will ich alles nicht haben. Eggplant Seeds brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Diesen Fisch, den haben wir schon mal bei ihm gekauft. Den brauchen wir auch nicht. Das ist... Ist das Rhabarber? Rhubarb heißt das so auf Englisch? Anscheinend. Rhabarber brauchen wir auch nicht fürs Community Center. Und ein Berg Table. Ja, komm, wir geben gerne Sachen aus. Mal einen anderen Tisch, ist doch schön. Dann gehen wir nochmal in den Secret World. Forest, meine ich. Und holen da uns noch ein bisschen Hardwood. Sieht hier irgendwie anders aus als das letzte Mal, oder? Gefühlt. Deswegen wollte ich gerade sagen, keine Slimes da. Doch, da unten.
Oh, die Grünen sind toll. Die gehen so schnell kaputt. So, diese giftigen Pilze hier. Oh, da hat sich einer versteckt. Wie fies ist das denn? Kann man hier irgendwo lang gehen? Irgendwelche Secret Wegs im Secret Forest? Wäre auch lustig. Gut, und dann da, die beiden da unten nochmal. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen Hardwood gesammelt. Das schadet ja nie. Vor allem, wenn wir irgendwann mal unser Haus upgraden wollen. Dann ist das nicht ganz verkehrt. Wisst ihr, an was mich das Ding erinnert? Das erinnert mich an dieses Reittier bei The Book of Unwritten Tales. Aber sowas von. So, 8:30 Uhr. Ja, dann gehen wir nach Norden zu unserer Farm. Einmal Holz fällen noch. Und diesen fetten Stein da hinten, nachdem ich ja so fast schon alle jetzt kaputt gemacht habe in meinem Vorgarten hier. Muss der ja auch noch weg. Ja, da ist schon wieder so ein schwarzes Flattervieh. Gut, und dann bin ich jetzt erstens gespannt, was dieser goldene Kürbis gebracht hat. Den haben wir ja abgegeben. Wir schauen nochmal über unser Feld, ob wir irgendwas übersehen haben. Aber es sieht nicht so aus. Wir kriegen nochmal Honig, das ist auch schön. Der Last-Minute-Honig quasi. Also hier wächst nichts mehr. Nichts mehr zum Ernten. Schade, aber... Oh doch, da habe ich was übersehen. Haha, cool. Cool, dann haben wir noch was bekommen. Abigail haben wir nicht gefunden. Dann haben wir nochmal Honig. Wieder nur den wilden Honig. Dann schmeiße ich... die Zeitung schnell hier rein. Und der Tisch muss weg. Weil wir haben jetzt einen tollen Birkentisch. Und der ist viel toller. Ach, ich stelle ihn wieder hier hin. Guck mal, ist der nicht toll, der Tisch. Unglaublich toller Tisch. Großartiger Tisch. So, Muschel hier rein. Schon wieder eine Krabbe. Die war in dem... Ich glaube, ich gucke relativ selten, was in diesen Fishing Baits drin, in den Fischkörben da drin ist. Dann übersehe ich das immer. Oh, natürlich muss ich diese dekorative Schüssel wieder auf den Tisch stellen, sonst ist das ja auch doof, gell? Voll doof. Okay. Treibholz, der Tisch kommt oben dann wieder rein. Das ganze Zeug kommt hier draußen rein. Nee, Fischbaits nicht. Was wollte ich hier rein? Das hier. Und diesen Pilz. Verkaufen wollte ich eigentlich nichts mehr. Das heben wir auf. Immer dieses Aufräumen am Ende vom Tag. So. Genau, Katze streicheln. Wollte ich zwar gerade nicht, aber ist okay. Das kommt hier rein. Das kommt nochmal hier rein. Den wilden Honig habe ich jetzt vergessen. Der war immer hier unten drin. Super. Dann holen wir hier schon mal diese Goldbarren raus. Und das hier können dann praktischerweise gleich die Brille reinschmeißen. So. Passt. Wunderbar. Damit sind wir im Prinzip... fertig mit diesem Winter, mit diesem Sommer, auch nicht richtig, mit diesem Herbst natürlich. Treibholz rein. Habe ich jetzt die Tiere, die Scheunen schon zugemacht? Noch haben wir die Zeit dafür? Nein, habe ich nicht. Wollen die Tiere im Winter raus? Bin mir nicht sicher. Ich würde es ihnen nicht empfehlen. Ah, so schade. Ein Tag mehr und dann wäre dieser komplette
Das ist auch noch fertig, oder? Nö. Dann wird jetzt alles nochmal angepflanzt worden. Aber so wird es jetzt leider Winter. Einen Tag zu früh. Aber macht nichts. Wir haben gut Geld gemacht. Bisschen wenig insgesamt, aber wird schon reichen. Und wie gesagt, wir haben jede Menge Zeug, was wir noch verkaufen können. Damit gehen wir ins Bett. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was uns dieser goldene Kürbis eingebracht hat. Aha! Oh, es ist Winter übrigens. Okay. Also ich glaube, den Bus können wir jetzt verwenden. 28. vom Herbst. Jahr 1. Und wir kriegen jetzt 2500. Naja, nicht schlecht. Aber okay. Hab mir jetzt ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Und somit, ja, ist ab sofort Winter. Einen kurzen Eindruck haben wir ja eben schon bekommen. Es liegt Schnee, das haben wir gesehen. Und ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum Winter. Tschüss!